Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Vlogzeit. Wundert euch nicht, wie wir aussehen. Wir sind ein bisschen matschig. Es ist jetzt 3.06 Uhr und wir sind gerade in Hamburg angekommen. Wir fahren jetzt, wie lange fahren wir? 2 Stunden, ne? Schon über 2 Stunden. Wir fahren jetzt schon über 2 Stunden. Dementsprechend sind wir ein bisschen müde. Wir haben auch kaum geschlafen. 2 Stunden vielleicht. Auf jeden Fall sind wir auf dem Weg zum Flughafen in Hamburg, weil heute startet unser Urlaub. Und genau, wir nehmen euch ein bisschen mit. Entschuldigt. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier. Hier ist der Hafen auf der linken Seite. Jetzt fahren wir in den Elbtunnel. Und jetzt gehen wir erstmal, fahren wir erstmal zum Parkplatz, unser Auto abgeben und der Shuttle bringt uns dann zum Flughafen. Unser Flug geht um 6.05 Uhr. Also unter 3 Stunden. Ja. Genau. Ich melde mich dann. So, ich melde mich auch mal wieder. Wir sitzen jetzt im Flugzeug, wie ihr vielleicht erkennt, guckt das. Da ist Leila und Papa. Da ist der Eugen. Genau, und Leon hat schon mal die Sicherheitsregeln in der Hand und studiert die schon mal, ne? Genau. Wir haben es jetzt 5 vor 6. 5 vor 6, also 10 Minuten, dann geht der Flug theoretisch los. Ich habe nur eben Mama. Ich zeige euch mal die Aussicht. Da, ja, da sieht das aus. Genau, und jetzt warten wir, bis wir losfliegen und dann melde ich mich irgendwann wieder. Käppi hast du auf? Ei. Und Mickey Maus ist auch dabei, genau. Aua. So. Aua. Und Amma auch, natürlich. Und hier ist Leila. Hallo. War der Flug gut? Ja. Gut. Und? Gut. Hi. Hallo. Gut. Jetzt fahren wir erstmal zum Hotel, ne? Gut. Und dann geht's weiter. Hallihallo. So, wir sind jetzt im Hotel. Total cool. Wir haben uns jetzt erstmal ein riesen Pina Colada Glas geholt. Eugen und ich. Die Kinder. Was ist denn das? Apfelschorle? Sieht gar nicht aus wie Apfelschorle. Ist das aber. Darf ich mal probieren? Und? Das ist kein Apfelschorle, oder? Schatz, probier das mal. Das ist ein Multivitamin. Anna. Halt fest, Schatz. Auf jeden Fall, die Kinder haben jetzt auch was zu trinken. Und oh, das ist hier. Und ein Sandwich. Multivita, oder? Nee, Nektarine. Ah, Pfirsich. Lecker. Genau. Oh, Leon hat gekleckert. Ah, so, und jetzt iss mal dein Brot, bitte. Brot abbeißen. Aber danach will ich noch ein Sandwich. Ja, erstmal isst er auf. So, ich probiere das hier mal. Brot. Mm, sehr gut. Prost. Ich zeige euch mal ein bisschen hier was. Ich komme gleich, Schatz. Und zwar die ultraschöne Aussicht. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Also hier sind die Pools. Da. Wir können noch nicht in unser Zimmer, weil die Zimmerfrau gerade drin ist. Das Hotel. Und das ist die Aussicht. Guckt euch das mal an. Wir gucken volle Kanne aufs Meer. Hammer. Richtig gut. So, wir kommen jetzt erstmal an und trinken was. Die Kinder essen eine Kleinigkeit. Dann gehen wir ins Zimmer und dann
Wenn es weitergeht, melden wir uns. Aber keine Ahnung, wie Weitwinkel funktioniert. Na Kinder, ist das toll hier? Ja! Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück. Ich habe mich gestern nicht mehr gemeldet, wir haben nicht mehr viel gemacht. Wir waren nur noch am Pool und abends beim Abendessen. Das war gestern ein super Special-Abendbrot mit 5-Gänge-Menü. Ich habe ja ein paar Fotos gemacht. Genau, Eugen hat Fotos und Videos gemacht, die blende ich euch jetzt mal ein. Das also aus. Was? Und ich wollte euch jetzt mal unser Zimmerchen zeigen. Die Reinigungskräfte waren nämlich gerade da und haben es sauber gemacht, bevor wir losfahren. Also hier ist unser Schlafzimmer. Was denn, mein Schatz? Ein riesengroßes Bett, Kleiderschrank. Da sind die Klamotten von uns Vieren drin. Genau, mehr ist hier eigentlich nicht zu sehen, was man sehen muss. Genau. Da ist der Mann. Wenn man dann rauskommt, auf der linken Seite kommt man ins Bad. Ich mach mal Licht an. Zack, zack. Waschbecken, ganzes Kosmetikzeug. Klo, Bidet. Ja, und lass den Scheiß in Ruhe. Dusche und Wanne in einem. Genau. Das ist das Bad. Und dann geht's hier weiter. Hier haben wir eine Küchenzeile. Richtig gut für abends Milch machen zum Beispiel, deswegen steht da auf dem Kopf eine Flasche. Maria, kannst du mich mal eben erzählen lassen, Schatz? Weil der Leon heute Nacht eine Milch brauchte, dann haben wir hier so einen Tisch. Eigentlich stehen hier 4 Stühle, aber 2 stehen davon draußen. Leon hat sein Bett, hier hat Leila ihr Bett. Die guckt gerade Kinderfernsehen. Und deutsches Kinderfernsehen. Und dann kommen wir hier raus, hier stehen dann die 2 Stühle. Hier steht noch ein Tisch und wir haben einen riesengroßen Balkon, also wirklich riesengroß. Und so sieht das bei uns aus, vor der Haustür oder vom Balkon. Wir haben Landblick und keinen Meerblick, aber ich weiß gar nicht, sieht man das von hier? Von hier nicht, nee. So ein Hauch kann man erkennen. Ja, alles was da, hier hinten da ist, so ne? Hinten. Da. Autos in der ganz Ecke viele. Da hinten ist das Meer. Aber es gefällt uns ganz gut hier, aber hier ist ruhig. Hier hören wir keine, weil auf Meerblick ist halt hier. Meerblick halt ist der Pool und alles. Und dann hat man halt nur Lärm. Und weil die Kinder hier schlafen, haben wir hier unser Fenster. Da ist sowas wie so eine Außenjalousie, die kann man so schieben. Und dann haben wir hier noch ein Fenster und dann haben wir hier so einen kleinen Einstieg und dann können wir einfach in unser Schlafzimmer wieder rein. Genau. Das war unsere Roomtour. Uns gefällt es hier sehr gut. Oder? Uns gefällt es hier fantastisch. Wir kommen nicht mehr zurück. Ja, Eugen hat heute jemanden aus seiner Firma hier getroffen, entdeckt. Und wir haben schon Familie und Freunden gesagt, wir wandern jetzt aus. Wir bleiben einfach hier. So. Jetzt chillen wir noch ein paar Minuten und um 11, ne? Wir müssen gleich los, ja. Um 11 fahren wir mit dem Bus nach Puerto de la Cruz. Das ist jetzt die nächstgrößte Stadt von hier. Hier ist absolut nichts. Tante-Emma-Laden gibt es hier. Tante-Emma-Laden unten. Also, was war das noch, was da noch war? Ein Restaurant ist da noch. Ja. Und ein Rentecar ist auch noch hier. Aber brauchen wir nicht, denn wir haben ja kostenlosen Shuttle-Service genau. Jede Stunde. Jede Stunde fährt der Bus von hier nach Puerto de la Cruz und jede Stunde auch wieder zurück. Ne? Ja. Genau, und auch jede Stunde wieder zurück.
Wir waren jetzt frühstücken, Frühstück war richtig lecker. Leila hat gegessen wie ein Scheunendrescher. Ich habe gedacht, die hat ein Loch im Magen. Die hat 4 Pfannkuchen gegessen, Ei, Salami, ein Schokocroissant. Was hat Leila noch gegessen? 3 Gläser Saft hat sie getrunken. Also die hat echt gegessen, wie, als ob es morgen nichts mehr gäbe. Genau, und deswegen, ich labere euch jetzt nicht mehr so ordentlich viel voll, weil ich habe auch nicht ordentlich viel Speicher mit. Und wenn wir in Porto de la Cruz sind, dann melden wir uns wieder. So, angekommen in Porto de la Cruz. Jetzt ist erstmal Lagechecken angesagt. Mal gucken, was es hier so Feines alles gibt. Oh, ich habe die Adressen vergessen. Dann schicke ich die heute Abend von unserem da ab. Schicke ich dann nachher bei uns ab. Ich wollte Postkarten verschicken und habe die Adressen vergessen, leider. Kannst du mir mal bitte deine Hand geben hier? Auf jeden Fall gehen wir jetzt hier. Nee, ich habe. Anders geht nicht, weil ich habe hier die Tasche. Ja. Auf jeden Fall schauen wir jetzt erstmal, was es hier so Schönes, Feines gibt. Und dann. Ja, gucken wir weiter. Also, wir brauchen auf jeden Fall Sonnenbrillen, weil wir. Haben mal wieder unsere Sonnenbrillen zu Hause vergessen, wie eigentlich jeden Urlaub. Was ist denn das da? Lea Farr. Aber ohne Sonnenbrille geht hier gar nicht. Die Sonne ist hier so hell. Ich denke, man echt, man ätzt sich die Augen ab. Kaputt. Wie auch immer. Oder? Geht gar nicht, ne? Wir gehen jetzt. Ich habe irgendeinen Stein in meinem Schuh. Das war nur Papier, Mama. Ja? Wir gehen jetzt direkt aufs Meer zu. Total schön. Total schön. Direkt aufs Meer. Kannst du es schon sehen, Schatz? Leon, du kannst hier nicht ohne. Hier fahren die Autos. Du siehst kein Meer. Nein. Hilf mich mal hoch. Nee. Doch. Da, genau, da ist das Meer. Da sind die Männer übrigens. Leon! Ja. Leon, hallo! Ja! Ja. Die gibt es also auch hier. Hallo! Hallo! Hier hoch. Da! Da! Da ist das Meer! Kann ich das Meer anschauen? Bitte, Mama! Bitte! Mama! Gleich! Wow, alles voller Sand. Traumhaft hier. Kinder spielen. Rina ruht sich aus. Aua. Boah, ein Steinchen.